Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller aus Ludwigshafen. Willkommen auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr seht, heute nicht aus unserem kleinen Studio in Ludwigshafen. Wir sind mitten in Bayern auf dem flachen Land und sind auf dem Weg zu einem der bedeutendsten Bergschuhhersteller weltweit, kann man sagen. Und wir dürfen in die Produktion rein. Wir haben tolle Gespräche mit den Mitarbeitern dort vor Ort und haben ein bisschen auch Einblick, wie es weitergeht. Und ich bin mega gespannt und freue mich, euch mitzunehmen. Ja, und hier seht ihr, wo wir heute sind. Wir sind exklusiv bei Loba. Wir sind in den Heiligen Hallen. Wir dürfen in die Produktion, wir dürfen in die Entwicklung. Wir werden interessante Interviews führen und ich freue mich auf einen spannenden Tag. Kommt mit! Und um dieses Modell geht es später noch. Das ist der Loba Renegade, einer der legendärsten Wanderschuhe, die sich auf dem Markt befinden und immerhin schon 25 Jahre alt. 2023 wird ein großes Jahr für Loba, denn dann wird diese Firma 100 Jahre alt. Und hier stehen nur ein paar kleine Auswahl an den Schuhen, die Loba schon gemacht hat. Klar, früher gab es noch nicht die Möglichkeit, die Schuhe zu verkleben. Man hat sie vernäht, also zwiegenähte Schuhe, die natürlich einiges an Gewicht haben. Und heute hat man natürlich leichtere Schuhe, modernere Schuhe. Und wie die produziert werden, das zeigen wir euch. Ja, und wir beginnen gleich im Herz der Produktion. Wie aus einem Leder ein Schuh wird, das werden wir euch im Laufe des Films auch nochmal detailliert zeigen. Wir sind hier im sogenannten Schäftelager. Das heißt, hier kommen die Schuhe an, beziehungsweise die sogenannten Schäfte. Ich habe hier mal einen für euch, ein Camino in Größe 11,5. Und so sehen die Schäfte aus, wenn sie hier bei Loba angeliefert werden. Und die kommen nicht aus China, die kommen aus Bosnien, die kommen aus Kroatien und werden hier eben bei Loba dann entmontiert. So sieht also ein Schaft aus. Ihr seht, das ganze Ding ist noch nicht fertig. Innen drin hat der Schuh eine Gore-Tex-Membrane. An sich sieht man schon, was mal daraus werden soll. Und wie daraus ein richtiger Wanderschuh wird, ja, sehen wir gleich. So, wir sind jetzt im sogenannten Teilelager. Oftmals fragen mich Kunden, ja Mensch, so ein Schuh, der kostet aber auch einen Haufen Geld. Wenn man davon ausgeht, dass ein Bergschuh wie ein Loba Camino aus über 150 Teilen besteht, dann kann man das absolut rechtfertigen. Ich habe hier nur ein kleiner Teil drin, eine Decksohle, entsprechend Vorderkappen, Hinterkappe, Nähte, alles was dazugehört. Und wie die Teile jetzt eben dann auch zusammengehören, damit ihr mal seht, wie aus 150 Einzelteilen und mehr ein Schuh entsteht, das sehen wir. Das Herzstück, das Fundament, das Grundgerüst eines Bergschuhs ist immer die Brandsohle. Diese gibt es in verschiedenen Stärken. Sie ist früher mal aus Leder gewesen, heute aus Nylon, ein tolles Material, weil sie leicht ist, weil sie entsprechend angepasst werden kann. Für feste, steigeisenfeste Schuhe ist diese Sohle steifer und für leichtere Schuhe wie ein Camino, der eben auch noch abrollt, hat sie auch etwas Flex. Also das ist quasi das Fundament eures Bergschuhs. So, es geht weiter aus dem Teilelager und ich glaube, die müssen mich nachher hier rauswerfen. Das ist wie im großen Legoland. Man hat die Möglichkeiten, sich einen Schuh zusammenzustellen, zusammenzubasteln. Macht mir als Händler einen Riesenspaß zu sein. Nochmal danke an Loba, dass wir das heute dürfen. Ja, was habe ich hier in der Hand? Die Laufsohle vom Camino. So wird diese Sohle von Vibram an Loba angeliefert. Wie sie so aussieht, ist natürlich eine Menge Arbeit drin. Sie wird zusammen mit Vibram entwickelt. Loba hat seine Vorstellungen, wie soll das Profil aussehen, was soll die Sohle können. Und das wird zusammen dann eben mit Vibram umgesetzt. Am Schluss wird diese Sohle dann eben von Vibram so produziert und dann in solchen Kartons hier angeliefert. Was macht diese Sohle so aus? Ja, hier wird Gummi verwendet. Warum Gummi? Weil es ein Material ist, was entsprechend guten Grip bietet. Und im Gegensatz zu PU, wenn es mal ein bisschen
kühler wird und feuchter, wird eine reine PU-Sohle immer etwas rutschiger, schmieriger. Und die Gummisohle verhindert das eben, hat ein tolles Profil. Auch hier gibt es Leute, die machen sich Gedanken, wie kann das Ganze halten, wie funktioniert das Ganze auch am Fels. Und damit es eben nicht zu schwer wird und ihr auch eine gute Dämpfung noch habt, hat man oben dann das PU, also Gummi mit PU. Vorteil auch dieser sogenannten klebegezwickte Machart ist, dass sich diese Schuhe bei Lowa auch wieder neu besohlen lassen. Das zeigen wir euch am Schluss. Ja Leute, und ich fasse es nicht, die Lowa-Leute lassen mich sogar in ihre Schatzkammer. Ja, hier gibt es kein Gold, keine Goldbarren oder gebündelte Scheine. Der Schatz von Lowa ist das Leder. Und hier sind wir in der Lederkammer und hier werden von den großen deutschen und europäischen Gerbereien wie Heinen und Perwanger und noch kleineren europäischen Gerbereien, aber eben ausschließlich hochwertige europäische Gerbereien, die Leder angeliefert für die komplette Lowa-Produktion. Also jeder Lowa-Schuh, egal wo er produziert wird, kommt das Leder erst einmal hier an, wird geprüft, ob es auch den Lowa-Standards entspricht. Und erst dann geht es in die Fabriken, wo die Zuschnitte erfolgen und die Schäfte montiert werden. Ja, die bei Lowa öffnen uns hier wirklich auch die geheimen Türen, denn wir sind hier in der Musterzuschneiderei. Eigentlich dürft ihr das noch gar nicht sehen und ich habe hier ein Modell in der Hand von einem Schuh, den es eigentlich erst nächstes Jahr gibt. Wie wird das oder wie passiert oder was passiert hier? Ja, die Modelleure, das sind diejenigen, die die Schuhe entwerfen, entwickeln, die zeichnen das am Computer und schicken dann einen Datensatz hierher nach Jetzendorf und die Maschine setzt es dann auf den Leder um. Mit Unterdruck wird das Leder an den Tisch gepresst und dieser kleine Cutter hier schneidet es dann aus und dann wird ein Schuh zusammengebaut und man guckt, ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das am Reißbrett vorgestellt hat. Ja, ich kann es gar nicht glauben, wir dürfen wirklich überall hin. Und zwar sind wir hier im Labor. Ja, warum hat Lowa ein Labor? Ganz einfach, um zu testen, ob die angelieferten Materialien auch wirklich dem entsprechen, was Lowa in Auftrag gegeben hat, was Lowa bestellt hat. Und das wird getestet. Zum Beispiel hier an dieser Maschine hat man Lederstücke eingespannt, bringt sie in Bewegung, außenrum ist Feuchtigkeit, innen drin ist ein Sensor und hier wird gemessen, wie lange das Leder wasserabweisend ist. Und der Begriff Leder ist ja riesengroß, vom Spaltleder bis zum hochwertigen Coupon, vom hochwertigen Rindleder, Mittelstück. Und die unterscheiden sich natürlich auch von der Art und Weise, oder wie lange sie wasserabweisend sind oder wie qualitativ hochwertig sie sind. Lowa testet das hier, um eben zu demonstrieren und nachweisen zu können, wie lange dieses spezielle Leder wasserabweisend ist. So, wir nutzen die Pause hier, denn im normalen Betriebsablauf hier in der Mustersteppereihist es einfach zu laut und die Leute haben jetzt Frühstückspause, es ist 9.15 Uhr und ich kann ein paar Worte zu dem sagen, was hier passiert. Ja, hier werden die Lego-Steine, ich habe es vorhin so genannt, also die Einzelteile zusammengebaut zu einem Schuh, die Lederteile, die ganzen Schäfte, Innenfutter. Daraus entsteht eben jetzt ein Schaft, also man baut das zusammen. Und wo dann später dann auch die Sohle drauf montiert wird, das zeigen wir euch gleich. Aber hier in der sogenannten Stepperei, in der Näherei, werden erst einmal die Einzelteile zusammengebaut. Und hier speziell in der Musterstepperei werden
die Schuhe nicht für die normale Produktion eben hergestellt, sondern eben die Muster, um zu testen, passen die Schuhe oder Kleinserien. So, und jetzt bin ich auch mega aufgeregt, weil es ist schon länger her, dass ich das letzte Mal in der Schuhfabrik war. Und wir dürfen jetzt in die richtige Produktion, da wo die Loba-Schuhe für euch hergestellt werden. Auf geht's! Ja, was ist hier passiert? Häufig, oder wenn die Schuhe über 8, 10 Jahre oder älter sind, muss man beim Wanderschuh darauf achten, dass sich der PU-Keil nicht auflöst. Dieser sogenannte Hydrolyseprozess führt dazu, dass eben die Sohle hier quasi wegbröselt. Muss man den Schuh jetzt wegwerfen? Nein. Das Thema Nachhaltigkeit ist kein Thema, kein neues Thema für Loba. Das hat Loba in seiner 100-jährigen Tradition und Geschichte sich schon immer auf die Fahnen geschrieben. Loba-Schuhe, die Schuhe, die eine Brandsohle besitzen, diese lassen sich bei Loba direkt hier im Werk, und da stehen wir gerade, neu besohlen, wieder besohlen. Das Neubesohlen ist nicht nur unten das Profil, sondern es ist die gesamte Laufsohle. Also Laufsohle, Zwischensohle, Schnürbänder, Fußbretter, alles das wird hier erneuert und ihr bekommt einen rund erneuerten Schuh wieder zurück. Also, so geht Nachhaltigkeit. Ja, und hier stehen schon wieder die nächsten Schuhe, die in die neue Besohlung reingehen, die in die Serviceabteilung reingehen. Und ich habe hier mit den Leuten gesprochen und die haben mir erzählt, sie haben letztes Jahr über 18.000 Paar Schuhe neu besohlt. Also für Endkunden die Schuhe wieder fit gemacht, wieder tragbar gemacht. Und das zeigt für mich nicht nur den Nachhaltigkeitsgedanken von Loba, sondern eben auch, dass die Schuhe eine besonders hohe Qualität haben. Denn ohne diese Qualität würde sich eine Neubesohlung nach 18, 12 Jahren nicht wieder rentieren. Denn die Schuhe werden dann auch wieder über mehrere Jahre getragen.
Wir sind jetzt am Ende der Produktion und auch für mich ist es nicht alltäglich, durch die Schuhproduktion durchzugehen. Es ist für mich immer wieder spannend, obwohl ich es auch schon viele Male gesehen habe, wie aus vielen, vielen Einzelteilen und Teamwork am Schluss dann ein Schuh entsteht. Ihr habt gesehen, wie die Schäfte angeliefert werden. Ihr habt das Lederlager gesehen. Ihr habt gesehen, wie die Brandsohle mit dem Leisten verbunden wird und dann eben der Schaft wiederum mit der Brandsohle die Sohle montiert wird. Und ihr habt auch gesehen, wie viel Arbeit es ist, nur das Schnürband hier einzuführen. Und ja, ich habe es eben auch probiert, aber ich kann mit den Leuten dort vor Ort nicht mithalten. Ich hoffe, ihr hattet spannende Einblicke in eine Schuhproduktion und vielleicht auch etwas Verständnis, dass hochwertige, langhaltige, nachhaltige Schuhe eben auch nicht billig sein können. Preiswert sind sie allemal, denn ihr habt auch gesehen, dass sich diese Schuhe auch wieder neu besohlen lassen. Ich hoffe, ihr habt spannende Einblicke. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann postet sie unten in die Kommentare oder schreibt eine Mail an die info@schuhkeller.de.